Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir, ehrlich gesagt, gar nichts erreicht. Wurden vom Blay fliegen und Raidern getötet und ja. Wir haben eine neue Siedlung gefunden, wo wir anscheinend schon was aus dem Weg geräumt haben. Gut, ne? Und jetzt wurden wir von so einem Typen hier in eine Art Kongressarmee eingeladen. Okay. Also von so einem Roboter. Das schauen wir uns nochmal näher an, in diesem Piratenschiffchen. Ja, ich wüsste, wo ich hin muss dafür. Ach da, der ist jetzt einfach da reingekommen. Ja, die Schnauze voll gehabt, ne, auf dem warte ich noch nicht. Pff. Warum ist mein Mikrofon die ganze Zeit so schief Kaiser, am du hältst Rumhängen? kurz bei. Wer ist so Die Mr. Nase darf nicht Navigator? riechen. Es sollte dringend zu einem Arzt gehen. Ja, okay. Hey. Hier geht's nicht weiter und ihr schießt mich. Wir nehmen einen Soldaten auf. Räumen Sie die Koje frei. Deaktivieren Sie die Verteidigungssysteme. Machen Sie Platz. Darf ich da Aktuelle durch? Geschwindigkeit 0. Ich hoffe mit, deaktiviere eure. Patrouillieren. Okay. Wer meinte damit euch, ne? Okay, hier scheint jemand zu leben. Aber wir sollen zum Kapitän. Wo ist der Herr Kapitän denn? Wir sind nur Roboter. Ich natürlich alles hier klauen, aber warte mal. Jungle ist der Mondaffe. Jeder braucht einen. Sieger Hi. retten! Wegtreten! Wegtreten, sag ich! Dieser Soldat ist unser Gast an Bord. Bitte behandeln Sie ihn entsprechend. Ja, ich bin der Gast hier. Ihr dürft mir nichts tun. Wenn ich versuche rauszukommen. Wieder, dann werdet ihr mich alle töten, ne? Kann doch kein Zufall sein. Boah, ich dachte erst. Irgendwann springt mich so eine Puppe an. Irgendwann. Ja, mein Gott, so groß sah das Schiff von außen gar nicht aus. Zurück, Kapitän. Unidentifizierter Eindringling. Eindringling. Erster Mann, hier spricht der Captain. Dieser Soldat ist kein Eindringling. Er bitte Erlaubnis zur Anwendung tödlicher Gewalt. Halt. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr habt mich eingeladen, an Bord zu kommen. Das schreckt die Touristen aber ab, wenn ihr eure Gäste umbringt. Was machst du da hinten? Daten gefunden. Captain, weiche zurück. Ja. Wie Piper einfach so von Kilometer weit. Es ist eine Ehre, auf einem solch sagenumwobenen Schiff zu dienen. Okay, wenn du was sagst. In der Porsche-Zone ist alles. Du kannst ja wohnen. Und ich kann das einfach aufsperren, ohne dass mich jemand schlägt. Okay. Es ist Wenn. eine Ehre. Okay, wenn ihr nichts macht. Also, aufsehen nicht die Jungles der Mondaffen und so anfassen, ne, aber eine Tür aufbrechen, da darf ich. Du machst das ziemlich gut. Ich sollte dich im Auge behalten, wenn du mich das nächste Mal besuchst. Okay, nur für was habe ich das hier aufgemacht? Turbopumpe.
Oh, hi. Direkt einsetze. Sehr gut. Kann ich wieder ein bisschen besser schleichen. Kronkorken fort, kann ich auch nehmen. Aber nicht das hier alles, ne? Die macht sich direkt bequem hier. Muss ja aber irgendwas machen, stimmt. Eine Plasmapistole. Habe ich noch nicht. Ah, ich will jetzt aber keine klauen. Im Bett kann ich auch schlafen, ehrlich. Bin sogar gut ausgeruht, was? Ja, und die verbinden tun irgendwie andauernd in der Bordstation rumhängen. Was ist das bitte schön? Jocken nur in der Laborstation rum. Also so ein paar Fehler hätten sie ruhig ausbügeln können, weil das geht so nicht. Sind eindeutig Fehler. Verwirrend. Zu Wasser ist das nicht dorthin gekommen. Hm, da oh Gott. Keine Besucher. Oh Gott. Wir seien nicht feindlich. Ironsides. Woher weiß ich, wie der heißt? Mr. Navigator, das Krähennest soll sofort 2-Backbord absuchen, aber zackig. Unser Soldat ist eingetroffen. Den ersten Mal hat sie hoffentlich nicht zu hart angenommen. Ist lange her, dass wir die Kongressarmee gesehen haben. Erster Mal? Kongressarmee? Warum redest du so komisch? Das ist der Stolz unserer Marine. Die USS Constitution. Als ihr Kommandant habe ich die Ehre, ein gewisses Maß an Anstand von meiner Crew zu verlangen. Opa da folgt. Hast mir noch nicht gesagt, warum du so komisch redest. Sehen Sie sich um. Ist es in diesen Zeiten des Aufruhrs nicht angebracht, die Umgangsformen einer zivilisierteren Zeit anzunehmen? Ich fürchte, wenn Ihnen dieser... Verrückte Roboter. Was? Ich hoffe, da bin ich aus Versehen auf ein Dings gekommen. Tut mir leid. Der Ausguck hat gesagt, dass ich hochkommen soll. Herr verrückte Roboter. Ich gebe zu, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie besuchen dieses stolze Schiff in schweren Zeiten. So lange an diesem windigen Liegeplatz. Verflucht sollst du sein, Sparkasse Weatherby! Ich spucke auf dich! Was? Sparkasse? Wie ist es überhaupt hier hochgekommen? Hier hochgekommen? Ich frag mich eher, ob es auch hier oben bleibt. Eine schreckliche Geschichte, keine Frage. Das heißt, höchstwahrscheinlich. Als ich kam, war sie schon hier. Mitten auf dieser Sargasso-See aus Schutt und Unglück. Was mich am meisten ärgert, ist die Unfähigkeit, dem Krieg zu helfen. Meine Kanonendecks haben nichts als Maulwurfsratten und Taugenichtse als Ziele. Genug der Höflichkeiten. Einige Systeme der Constitution müssen repariert werden, damit wir diese Mission angehen können. Wenn ich dir helfe, will ich einen Vorschuss haben. Für Ihre Dienste gibt es einen fairen Anteil am Prisengeld. Am Ende der Reise erhalten Sie das gleiche wie alle. Damit ist die Sache erledigt. Sprechen Sie mit dem Bootsmann und mit Mr. Navigator. Sie werden Ihre Anweisungen weitergeben. Wegtreten. Mein Gott, ich glaube, ich werde nie wieder irgendwie versuchen, jemanden zu überreden. Oh. Oh. Das war euer letzter Fehler. Dafür, dass du ein Sternchen hast. So ganz schön schwach. So, ich gerade wieder geheilt. Was? Ja, es hat mir gefallen. Mit dein Schuhen möchte ich nicht stecken. Du lebst immer noch, ehrlich? Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Wie geblieben? Oh Mann, der ist gleich tot.
Dann bin ich, die kommen hier rein. So, ich habe gleich ein Level ab. Alter, ihr seid da ganz unten. Was soll ich dagegen machen? Habt ihr dann immer alle? Ja, zersäbelt den. Oh, sehr gut. Oh Gott, das Ding explodiert gleich, oder? Oh mein Gott, da kommen immer mehr. Die immer mehr aushalten. Vielleicht kommt wieder jemand, der mich mit einem Schlag fertig macht, ne? Oh, hier geblieben. Level up, sehr gut. Sind aber noch welche, hallo? Noch immer in einem Stück. Und dann werden wir mal auf. Ich würde dann Rüstmeister hier weiter leveln. Was anderes kann ich jetzt nicht. Moment, oder? Nee, 28. Wenn ich meine Rüstungen verbessern kann. So, alle weg, alle weg. So, muss ich jetzt machen. Ne, die kann ich natürlich nicht mitbekommen. Okay. Sind wahrscheinlich jetzt alle hier drin, ne? Ja. Fand ich aber geil mit den Kanonen. Was geht? Ihre Anwesenheit ist für diese bescheidene Einheit eine große Ehre. Meine Programmierung würde es als fehlerhaft ansehen, wenn ich nichts einwerfe. Lang lebe der Captain! Wirfst du auf etwas ein? Okay. Kommen wir zur Mission. Unsere letzte Marine-Expedition kehrte tapfer mit den dringend benötigten Vorräten zurück. Darunter auch Stromersatzkabel, Sir. Aufgrund meiner fehlenden Körperteile sehe ich mich leider nicht in der Lage, diese Kabel selbst zu reparieren. Ich soll machen, okay, kein Problem. Ich kümmere mich sofort darum. Meine Aufregungsemulatoren leuchten im Mikrosekundentakt auf. Sobald diese Sache erledigt ist, bitte ich Sie inständig, meine unendliche Dankbarkeit entgegenzunehmen. Okay. Wenn sie funktioniert, ich kann sie extrem starke Triebwerk mit Treibstoff versorgen. Ja, und mehr kann ich jetzt hier nicht machen. Anscheinend. Muss ich auch gar nicht. So. Die Frage,
Ich hoffe, das ist gut, so wie ich das mache. Okay. Ich hab die Beschädigten jetzt ersetzt, ne? Nicht mit Beschädigten ersetzt, oder? Ich habe die Beschädigten ersetzt, oder? Durch die Adern der Constitution fließt wieder Energie. Die Systeme, die so lange darben mussten, sind wieder lebendig. Glückwunsch! Aber jetzt sind weitere Schwachstellen unseres Stromnetzes zu sehen. Das Netzrelais, über das ich mich leider beschwert habe, schwankt sehr stark. Keine Sorge, das bekommen wir schon hin. Volltreffer, Sir. Netzrelaisspulen sind sehr gewöhnliche Teile. Dürfte ich vorschlagen, in den Läden hier vor Ort nachzusehen? Das wäre sicher hilfreich. Guten Wind und nachlaufende See. Okay. Netzrelaisspur oder kauf eine neue. Okay, sehr gut. So habe ich so eine hohe Intelligenz, ne? Bootsmann. Der Strom fließt stark und gleichmäßig. Ich gehe noch nicht hier raus, oder? Ich würde ja applaudieren, aber kann dies aus Mangel an Klatschwerkzeugen nicht tun. Hurra, Sir! Hurra! Nun, gern geschehen, Bootsmann. Sie sind zu freundlich. Ich benötige keine weitere Hilfe. Aber unser Mr. Navigator hat auch Probleme. Angeblich pfeift unser Netz. Alle Probleme, ich weiß. Sprechen Sie mit ihm, falls Sie es nicht schon getan haben. Leben Sie wohl. Okay. Der ist wo? War ja nicht irgendwie. War ja nicht auch hier drin irgendwie? Okay. Na, guck mal, was der für Probleme hat. Ich weiß nicht, alle Probleme, aber. Das betrifft jetzt nur den Navigator. Wenn. Verwirrend. Zu Wasser ist das nicht dorthin gekommen. Das hast du schon mal gesagt. Ich weiß, du teilst jeden Gedanken gerne mit, aber da halte ich ein bisschen zurück. Ich halte das von Strong schon nicht aus. Na, wo bist du? Ist doch hier oben, Mann. Warte mal, Plünderer. Kann ich da jetzt bestimmt looten? Der hat auf jeden Fall einen Stern. Oh, hi. Ja. Ich habe jetzt Rüstmeister hochgelevelt, das heißt, ich kann ein bisschen besser jetzt meine Rüstung machen. Vielleicht mache ich das ja auch direkt nach dem Part hier. Verwirrend. Zu Wasser ist das nicht. Wie oft willst du halt eigentlich noch sagen? So. Kampfrüstung, sehr gut. Zeig mal. Rechter Arm, was habe ich jetzt? Rechter Arm.
Supermutanten oder durch Ghoule. Ja, da ist schon wieder so ein verbessertes Ding, Mann. Ich muss auch meine Abwehr lenken. Ist da noch irgendwas? Zu Wasser ist das nicht dorthin gekommen. Nee, genau, das meine ich. Irgendwie mit den Verbündeten haben die irgendwie missgebaut in dem Spiel. Irgendwann werde ich hier nur noch allein durch die Gegend laufen. Habe ich mir einsame Wanderer, Perk und auf dann nur noch alleine herum. Boah. Okay, Generator. Ich kann ja keine Basis machen. Ist da Handy? Oh nee. Und dann ging es irgendwie noch runter. Mach mal einfach weiter hier, verdammt. Boah, Piper! Du bist so, ey. Ich will dir so gerne ins Gesicht schießen jetzt. Was ist denn der Typ? Boah, Piper, ehrlich. Hast du sowas von verdient? Du wirst dann noch ein paar Mal sagen, ja, ne? Schon mit den falschen Dingen. Man, wo ist denn der? Der hat mir gesagt, ich soll nach draußen gehen. Ach, jetzt wegen der einen Mission. Boah. Immer wieder da rein, mein Gott. Also, wie kann man... Boah, ich bin schon wieder am Ding zusammengekommen. Wie kann man die Charaktere nur so programmieren, die immer wieder das gleiche sagen? Ja, okay, ist gut, Piper. Weiß nicht, wie das hier hingekommen ist. Was muss ich überhaupt machen jetzt? Vielleicht mit dem Navigator. Wo ist denn der? Da oben, der war noch unten letztens, als ich nachgeguckt habe. Ja, ich dachte, wir würden die Mission hier schaffen, aber ich sehe wieder so ein Dreck hier überall. Ich bin wieder zu blöd, irgendwie hinzukommen. Also, was mach schon. Warum läuft überhaupt jetzt die ganze Zeit die Kampfmusik? Ey, ein Fehler und ein Glitch nach dem anderen. Boah. Nicht dorthin gekommen. Die teilen wohl nicht sonderlich gerne was. Da bist du. Ahoi, Soldat. Bedrohung durch Plünderer eliminiert. Schadensbericht folgt nach Abschluss planmäßiger Pflicht. Gut, dass das vorbei ist. Lenksystem offline. Diverse Fehler diagnostiziert. Erster Fehler, Lenkchip entwendet.
Diese Einheit verlangt seine Rückführung. Ich kann helfen. Wo ist er? Von menschlichen Plünderern entwendet. Beschaffen Sie Chip in Plünderer Vorposten. Ah. Captain hat Belohnung für Rückführung genehmigt. Tödliche Gewalt nur im absoluten Notfall zulässig. Beiboot entsperrt und verfügbar, Sir. Okay, jetzt muss ich auch noch. Wenn ich so irgendwie runter. Ja. Geil. Na, jetzt müssen wir noch zum Vorposten von den Typen da eingehen. Arschlöcher haben das Schiff nicht auf unseren Befehl hin angegriffen. Sie wollten dich sowieso nicht töten. Sie waren nur hinter den Scheiß-Robotern her. Ein paar von euch haben mich fast umgebracht. Wir haben diesen Verrückten gesagt, dass sie nicht angreifen sollen. Es ist nicht unsere Schuld. Aber als du auf die Constitution gekommen bist, sind sie völlig ausgetickt. Wie bist du überhaupt an Bord gekommen? Wir dachten, die würden dich durchsieben. Er wusste, dass ich ein Armee-Veteran bin, also hat er mich an Bord gelassen. Armee? Ist das nicht so ein alte Welt-Unsinn? Wie auch immer. Du hast es also von innen gesehen, hm? Die Beute, die fette Ladung, die nur darauf wartet, geborgen und verkauft zu werden. Dann also alles nur wegen der Gier, wie immer. Hey, wenn wir diese Sachen verticken, ich meine, wir könnten damit Waisenhäusern helfen. Was? Also, wir Menschen könnten das Geld weit besser gebrauchen als diese Roboter. Du hast also mit der Blechdose gesprochen. Was hat er gesagt? Ironsides sagt, du hättest deinen Lenkchip gestohlen. Er will ihn zurück. Sein Lenkchip? Richtig. Weißt du, wofür er ihn braucht? Für seine Raketen. Die riesigen, gottverdammten Raketen an der Seite des Schiffs. Er ist verrückt geworden. Das hat er mir nicht gesagt. Natürlich nicht. Er tickt eben nicht richtig. Scheiß auf diesen Roboter und arbeite für uns. Dann muss ich aber gegen den kämpfen. Noch Dutzende von uns. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Oberhand haben. Ich teile meinen Anteil nicht mit Ihnen. Willst du uns hinhalten, Davis? Kennst du einen magischen Weg dort rein? Der Typ hat ein Ticket an Bord, also halt Maul! Hilf uns, diese dumme Blechdose endlich zu zerstören. Ich muss darüber nachdenken. Schwierig. Da ist dieses wertvolle Stück Geschichte. Aber das macht die Leute nicht satt. Überleg nicht zu lang, sonst knacken wir die Constitution allein und du gehst leer aus. So, ich hab genug Kronkorken. Na, jetzt wird mir aber keine Alternative hergestellt, oder? Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge entscheiden wir, was wir als nächstes machen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.